Hallihallo, Hallöchen, Mage Knight ist wieder zurück mit einem neuen Update-Video. Ich habe letzte Woche wieder kein Video gemacht und es lag schlichtweg daran, dass wieder zu wenig Content kam. Aber deswegen mache ich heute wieder ein Video über zwei Updates, über das aktuelle und über das letzte Update. Und ich fasse das Ganze einfach mal wieder schlichtweg zusammen. Und wir werden uns anschauen, was gibt's Neues im neuen Update, im aktuellen 3.17.9.0. Gibt auf jeden Fall jede Menge Neues, was uns zugute kommt. Das werde ich aber auch gleich zeigen. Aber es sind keine Content, es sind keine Inhalte, so rum. Also es sind keine Items oder sonstiges. Aber dafür sind es nette Funktionen und die kommen auch jedem Spieler zugute, sag ich mal. Und ich würde sagen, wir gehen einfach erstmal zum letzten Update, 3.17.8.0, welches letzte Woche rauskam, beziehungsweise das vorletzte ist es ja dann. Wir haben ein Earpiece, ihr wisst, es kam ja die Walkie-Talkies, habe ich ja im letzten Video gezeigt, die Walkie-Talkies. Und jetzt gibt es einen Kopfhörer, einen In-Ear-Kopfhörer, den könnt ihr euch anziehen. Und dann seid ihr einfach dauerhaft auf Frequenz aus. Das heißt, ihr könnt durchgehend die Funksprüche abhören, ohne ein Walkie-Talkie in der Hand zu halten. Wenn ihr mitreden wollt, müsst ihr das Walkie-Talkie weiterhin in die Hand nehmen. Und dann, was ich letztes Mal vielleicht vergessen habe, ich weiß es nicht mehr, müsst ihr die Alt-Taste drücken für den Ingame-Sprachchat und dann könnt ihr das Walkie-Talkie auch benutzen. Also, falls ihr euch fragt, wie benutze ich das Walkie-Talkie, genauso wie den Ingame-Chat, einfach das Walkie-Talkie in die Hand nehmen, Alt gedrückt halten und lossprechen. So, hier seht ihr das, 3.17.8.0, Earpiece, 1446, also 1446 ist die ID. Der Rest, ich glaube, da ging es einfach nur genau um den, das hat uns eigentlich gar nicht so zu interessieren. Was interessant ist, ist das Update zur neuen Unity 5-Version. Ansonsten dürfte aber auch nichts Neues sein. Nee, also größtenteils handelt es sich da wieder um den Editor. Ich weiß nicht, ob das viele von euch interessiert. Und ich würde sagen, wir gehen direkt zum neuen Update über. Wir haben hier ein neues Landschaftensystem und neue Tools bekommen. Das heißt, neue Werkzeuge und den Holes Support. Jetzt denkt ihr euch, was ist denn der Holes Support? Ja, ganz einfach. Ihr könnt jetzt in den Boden von Maps im Editor Löcher reinschneiden. Sprich, ihr habt die Möglichkeit dann, einen Tunnel zu bauen. Unter der ganzen Map durch könnt ihr euch da freien Lauf lassen. Das heißt, man muss jetzt dann nicht mehr irgendwie Fake-Texturen hinmachen oder sonstiges, sondern kann direkt drunter durchbauen. Und das werden wir uns auch gleich nochmal anschauen, wie das Ganze dann funktioniert. Wir haben eine Probemap vom Nelson bekommen. DevTest 4 Map, die hat er hier hinzugefügt. Und da können wir uns das Ganze dann einfach vor Ort anschauen, wie das aussieht, wie es funktioniert. Und was auch noch ganz neu dabei ist, Edit Terrain Quality Graphic Options. Die werden wir uns auch nochmal genauer anschauen. Graphics. Ich glaube, die haben wir schon angeschaltet. Ich müsste die schon angeschaltet haben. Genau, Snow Glitter heißt die neue Option. Ich schalte es jetzt mal kurz aus. Die werden wir uns später nochmal anschauen. Jetzt gehen wir erstmal auf diese Testmap. Ich muss gerade hier, Dev Test 4 heißt sie. Und da werden wir uns das Ganze mal anschauen. Mit diesen Löchern könnt ihr dann dementsprechend, ihr seht es hier schon, im Editor könnt ihr es dann anwenden. Also einerseits können wir jetzt hier einfach solche Löcher in den Boden schneiden und können dann, weiß nicht, haben wir hier schon, schade, haben wir nicht, können dann, ich nehme jetzt einfach mal die Cinematic-Perspektive, wenn ihr hier jetzt ein Loch in den Boden schneidet, könnt ihr dann da mit solchen Tunnel-Objekten und sonstigem, könnt ihr dann da einen Tunnel unter der Map durchbauen, was vorher nicht ging. Vorher musste man ja immer den Berg so anpassen, dass er seitlich runtergeht, nicht in den Tunnel reinläuft. Und dann oben drüber mit Stein oder sonstigem zu bauen. Ihr seht es jetzt hier. Jetzt können wir einen richtigen Tunnel bauen. Das heißt, der führt tatsächlich unter der Landschaft durch. Wir machen da Löcher rein. Und sowas habe ich mir ganz früher schon gewünscht. Schade eigentlich, dass es jetzt erst hinzugefügt wurde. Auf jeden Fall aber eine sehr, sehr coole Sache. Wir sehen, der Berg geht über den Tunnel hinweg. Dann könnt ihr euch da einfach dann so ein Stück rausschneiden. Sehr, sehr interessante Sache. Jetzt haben wir, was wollte ich noch zeigen? Ach so, ja, genau. Ich fahre nochmal hier durch den Tunnel, beziehungsweise ich wechsle einfach mal kurz die Perspektive. Ihr seht hier, was bestimmt auch auf der Hawaii-Map, auf der zukünftig neuen offiziellen Map, die erscheinen wird, verfügbar sein wird, sind diese, ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll, aber ihr seht schon, dass zwischen dem Gras der Fels rausschaut.
glaube, da können wir auch gerade nochmal die Graphic Options. Da können wir, glaube ich, eh nichts machen. Ich weiß gar nicht, welche Option. Okay, Terrain Transition kann man auch komplett ausmachen. Dann sieht es ganz anders aus. Lassen wir aber lieber an. Ich musste jetzt hier gerade mal kurz durchschauen. Debris. Ah, hier was. Trip Laner Mapping. Das ist auch neu. Ihr seht, dann ist es so komplett verschwommen. Sieht nicht ganz so schön aus. Aber wird wahrscheinlich die Grafikkarte weniger belasten. Könnt aber anmachen, dann sieht es ein bisschen besser aus. Das heißt hier, das Gras wuchert nicht komplett über den Hügel, sondern wir haben hier diese freigelegten Stellen, wo der Fels durchschimmert, mehr oder weniger. Das ist ebenfalls neu. Und was auch neu ist, das werde ich auch gleich mal zeigen. Ich kann jetzt hier die Kanten leider nicht einblenden von der Map. Beziehungsweise, ja, da müsste ich in den Editor. Ich weiß nicht, ob man die Map im Editor bearbeiten kann. Aber ihr könnt jetzt die Map. Hinten seht ihr das normalerweise. Ich fahre gerade mal, es dauert wieder ewig, bis ich dorthin gefahren bin. Die Ecken, das heißt die Map-Begrenzung läge dort, wo dieses Land hier anfängt. Das heißt, ihr könnt es übrigens jetzt das Land auch aufteilen. Hier vorne haben wir das Gras von der Russland-Map und hier hinten dann das standardmäßige dunklere. Sowas funktioniert inzwischen auch. Und ihr könnt außerhalb von der Map hier noch einfach weiter drüber hinaus bauen. Das heißt, die Grenze ist jetzt nicht mehr eine richtige Grenze, sondern man, so wie ich das verstanden habe, kann man auch drüber hinaus bauen. Hier sehen wir es normaler ist, wäre die Map jetzt hier zu Ende. Ja, man sieht es ja hier ganz schön. Das Wasser hört ihr auf. Aber ihr könnt über den Rand weiterbauen. Das heißt, eigentlich gibt es jetzt keine Grenze mehr, was das Map-Building betrifft. Wir sehen es hier. Hier würde der Spaß eigentlich aufhören. Aber wir können ganz einfach weiterbauen. Ich weiß nicht, ob das Ganze dann begehbar ist, wenn man spielt, oder ob das nur so als Design dient. Aber so wie ich das verstanden habe, könnt ihr jetzt eure Map so groß bauen, wie ihr wollt. Das heißt, es gibt keine Beschränkung mehr auf Middle Size, Small Size, also klein, mittel oder groß, sondern ihr könnt jetzt entscheiden, wie groß ihr eure Map gestalten möchtet, falls ihr denn eine selbst erstellen wollt. Hier zeige ich das Ganze jetzt einfach mal nochmal. Auch ein Beispiel hier, das Ganze noch mit Felsen verkleidet, dieses rausgeschnittene Loch. Und ihr hört sich, ich werde schon wieder angeschrieben von verschiedenen Abonnenten, weil ich mal wieder online bin auf Steam. Und hier sehen wir jetzt, so könnte das Ganze aussehen. Das heißt, hier könnte man jetzt so eine Höhle bauen, einfach die Felsen weiterführen. Und das Ganze wird dann unter die Map gehen. Ja, wenn ich jetzt da runterspringen würde, wäre ich jetzt auf dem Ground Floor ganz unten. Das machen wir jetzt aber nicht. Und ich glaube, da habe ich jetzt alles gezeigt, was neu da, was neu dazugekommen ist. Deswegen wechseln wir mal nochmal kurz. Und da haben wir die Flecktarn Ace geerntet. Ich überlege mir gerade, soll ich das Equipment, ich lasse jetzt mal kurz weg. Wir gehen nochmal auf die Yukon Map und dann zeige ich euch, was es dort noch Neues gibt. Beziehungsweise, es bezieht sich auf den Schnee. Jetzt muss ich die gerade mal suchen, die Yukon Map. Da haben wir sie. Auch schon eine relativ alte Map. War damals, glaube ich, die erste offizielle. Oder war es die zweite? Ich weiß nicht mehr nach Washington. Ihr seht, allein die Schneeflocken sehen schon anders aus. Wir haben jetzt richtige Schneeflocken. Vorher waren es einfach nur so weiße Punkte. Und jetzt denkt ihr, was ist jetzt neu? Der Boden ist ja noch gleich. Aber jetzt machen wir die neue Grafikoption an. Snowclitter. Und jetzt passt mal auf. Wir sehen schon. Es sieht mega nice aus. Ich lege mich jetzt gerade mal hier hin. Der Boden, der Schnee reflektiert jetzt. Geht natürlich wieder auf die Grafikleistung, wenn ihr euch das nicht leisten könnt, weil eure Grafikkarte es dann nicht mehr so gut packt. Ihr seht, ich friere jetzt auch. Dann könnt ihr es auch deaktivieren, aber ich finde, es sieht schon deutlich, deutlich besser aus. Wir können gerade mal von dem. Ich rutsche hier auch. Hier runtergehen von dem gefrorenen Eis und hier sehen wir es. Ich finde, es macht schon einiges her. Sieht schon sehr, sehr gut aus. So, und bevor ich es noch vergesse, zeige ich nochmal den neuen Earpiece. Und zwar gibt er einen /GIF 1446, müsste die ID gewesen sein. Genau, jetzt haben wir ihn schon an. Ihr seht es, hier wird angezeigt. Earpiece. Rechts. Ist also mit Rechtsklick habe ich ihn jetzt vom Ohr genommen. Und hier sehen wir Listen to Radio Communications without a walkie-talkie. Das heißt, wir können auch, während wir ganz normal rumlaufen, können wir diesen
Kopfhörer aufziehen und können dann alle Frequenzen abhören. Oder ja, aktuell gibt es ja nur eine Frequenz. Falls noch mehrere dazukommen, können wir die dann abhören. Jetzt seid ihr auch gerade mal nochmal hier mit der Cinematic-Perspektive. Wenn man den überhaupt sieht bei meinen langen Haaren, leider nicht. Ja, da unten den Haaren, da versteckt er sich. Ja, mehr kann ich auch gar nicht mehr zeigen zum neuen Update. Wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, und diese Schneereflexion sieht schon super aus, muss ich sagen. Also wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, was ihr gerne sehen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Aber das war's soweit von mir. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe alles gezeigt, was ich euch in den Updates, von den Updates zeigen konnte. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Einschalten. Bis dahin. Ciao.